Und wollen wir hinzufügen, dass zum Abschluss, was muss man denn an Geld mitbringen, sagen wir, um Mitglied in einer Arbeitsgemeinschaft werden zu können? Auch das ist eigentlich im Moment noch ein symbolischer Preis, weil 30 Mark im Jahr für ein AG-Kind ist absolut überhaupt nicht an die Kostendeckung ranzubekommen. Wir gehen davon aus, dass wir soziale Aufgaben haben und in dieser Verantwortung auch aus der öffentlichen Hand meinen, dass die Kinder gut betreut werden und die Angebote auch laut Kinderhilfe- und Jugendgesetz eigentlich auch Pflicht sind des Staates, dass die Kinder auch gut aufwachsen. Man könnte sich vorstellen, dass dann und wann auch mal ein paar Berliner Politiker mit dieser Parkeisenbahn fahren, sozusagen die Kinder an die Hand nehmen, vielleicht schwerbehinderte Kinder aus kirchlichen Kreisen oder aus anderen Jugendinstitutionen, um sozusagen zu erfahren, was die Kinder wünschen, was sie möchten, wovon Kinder träumen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dies vielleicht in der nächsten Saison möglich sein wird. Wir sind dabei, uns von der nächsten Station wieder zu verabschieden. Die Bahn wird weiter durch den Park zuckeln. Die Sonne hat sich wieder einmal auf die Reise gemacht und die Regenwolken beiseite getrieben. Und das ist vielleicht auch ein gutes Omen für den letzten Tag dieser Spiele. Wir haben uns mit Dr. Werner Greis verabredet. Wenn ich so will, Herr Dr. Greis, sind Sie der Erfinder dieser United Games für viele Kinder aus zunächst mal 4 europäischen Veranstalternationen, aber darüber hinaus für Kinder aus 24 Nationen unseres Erdballs insgesamt. Wie ist die Idee zustande gekommen? So eine Idee, glaube ich, kann nur entstehen durch eine persönliche Betroffenheit. Ich lebe in Österreich, in Graz. Das ist eigentlich relativ nahe an der ungarischen Grenze. Und ich hatte da ein Erlebnis an dieser ungarischen Grenze vor 4, 5 Jahren, wo es noch den Eisernen Vorhang gegeben hat. Vielleicht haben auch diese heißen afrikanischen Rhythmen die Regenwolken hier über das... Jetzt muss ich auch nochmal anfangen. Machen nochmal neu. Die heißen afrikanischen Rhythmen scheinen die Regenwolken über der Wuhlheide vertrieben zu haben. Und so kommen viele, viele Berliner und Gäste der Stadt auch an diesem letzten Tag der United Games hierher, um sich ein wenig umzuschauen, umzuhören, Bekanntschaft zu schließen. Wir haben uns mit dem Mann verabredet, der diese Spiele erfunden hat, Dr. Werner Greis aus Graz in Österreich. Wo war die Basis für Ihre Überlegungen? Ja, die Basis war an der österreichisch-ungarischen Grenze vor 4, 5 Jahren. Dort haben wir ein Spielfest einmal gemacht zwischen einem Dorf an der ungarischen Grenze auf ungarischer Seite und einem österreichischen Dorf. Das hat damals geheißen, das Spiel über die Grenze. Und das ist entstanden aus einer persönlichen Betroffenheit, die ich mit dieser Grenze hatte. Und wir haben einfach mal Familien von beiden Seiten der Grenzen eingeladen und zusammen ein Wochenende gestaltet unter spielpädagogischen Aspekten. Und es war so ein großer Erfolg, dass daraus sich die United Games entwickelt haben. Berlin ist zum zweiten Mal Gastgeber für 4 europäische Nationen nunmehr. Wie finden Sie die Atmosphäre hier in der Wuhlheide im Kindertreffpunkt Veetz? Also ich muss einmal sagen, so etwas, ich komme doch durch einige Länder Europas, aber so etwas wie das Veetz habe ich noch nirgendwo gesehen. Es ist einer der größten und großartigsten Kinder- und Jugendveranstaltungsorte, die ich kenne. Und ich denke, dass ich Berlin glücklich schätzen kann, so ein Veetz zu haben. Dementsprechend schön sind natürlich auch diese Spiele hier, die bunt gestaltet sind und mit den Möglichkeiten, die man hier hat, ein großartiges Fest hier im Veetz.
Die Neutralität Österreichs und die Vielvölkerschaft Ihres Landes sind, glaube ich, auch eine bemerkenswerte Basis dafür, dass sich diese Spiele in so umfangreichem Maße ausdehnen konnten. Gehen Ihre Überlegungen in weitere europäische Länder? Ja, wir haben Überlegungen und die sind schon sehr konkret mit Slowenien. Das liegt sehr nahe an der österreichischen Grenze und wir haben mit dem Bürgerkrieg in dem ehemaligen Jugoslawien, der ist uns sehr nahe in Österreich. Und in Slowenien ist jetzt doch seit einem Jahr Ruhe und wir versuchen also nächstes Jahr diese Spiele nach Slowenien an die slowenische Adriaküste zu bringen. Und die Berliner haben gesagt, die Bürgermeisterin von Berlin, es wäre ja schön, wenn die nächsten Spiele wieder hier ins Fez kämen, aber es müssen eben auch andere Völkerschaften eine Möglichkeit haben, auf ihrem, nach wenn man so will, Spielfeld die Spiele gastgebend austragen zu lassen, selbst sich beteiligen zu können. Vielen Dank, dass Sie für ein paar Minuten hier bei uns am Mikrofon waren. Wir wollen uns dem afrikanischen Rhythmus noch ein bisschen zuwenden. Eine kleine Galerie, unmittelbar neben der Trainingsstation für die Raumfahrt, bietet jungen Künstlern die Möglichkeit, sich in aller Ruhe und Abgeschiedenheit hier ein wenig zu beschäftigen. Eine junge Dame, ich darf Sie mal fragen, wie lange sind Sie denn schon hier bei der Arbeit heute? Heute? Naja, ungefähr seit einer Stunde. Entschuldigt mal bitte. Während im Foyer es heiß hoch her. Während es im Foyer weiterhin turbulent zugeht, sind hier zwei junge Künstler dabei, in der Abgeschiedenheit der Galerie ein wenig zu malen, zu zeichnen, versuchen etwas aufs Papier zu bringen, was als Modell etwa 10, 20, 30, 40 Zentimeter von ihnen entfernt steht. Eine junge Dame ist dabei, gerade eine Flasche zu porträtieren, das heißt zwei. Ein Maiskolben war schon an der Reihe und eine Sonnenblume oder die Reste einer Sonnenblume. Wie oft kommen Sie denn ins Fez her? Naja, ich bin eigentlich einmal die Woche hier und zwar für 2 Stunden und wir zeichnen dann verschiedene Sachen, Naturstudium hauptsächlich. Und wie lange schon? Na, seit ungefähr 2 Jahren. Was ist denn das Besondere an dieser Atmosphäre hier, an den Möglichkeiten, sich nach der Schule oder wenn man will nach Feierabend ein bisschen geistig austoben zu können? Naja, es geht mir hauptsächlich darum, in der Schule hat man immer diesen Leistungsdruck und die Lehrer machen Dampf, weil es Zensuren auf jeder Arbeit gibt und so. Na, und hier ist es ganz ungezwungen, man kann sich praktisch frei entfalten, ist irgendwie ganz locker die Atmosphäre und ja, es reizt mich und es macht Spaß. Und welche Themen reizen Sie besonders? Wenn wir uns hier in der Galerie umschauen, dann sind ja Porträts dabei, dann sind räumliche Skizzen und Impressionen dabei, Bauernhäuser, Landschaft, Porträts im weitesten Sinne des Wortes und auch skurrile Angelegenheiten, die hier zeichnerisch dargestellt werden aus dem Alltag unserer Zeit. Ja, besonders mag ich eigentlich Naturstudien, also Landschaftsbilder oder eben auch mal ein paar alte Bauernhäuschen oder irgend sowas male ich sehr gerne. Ne? Wie ist denn die Betreuung von der pädagogischen Seite für Sie hier im Fez? Kann jeder machen, was er möchte oder gibt es auch eine gewisse künstlerische Anleitung? Ja, meine AG-Leiterin gibt einem natürlich Tipps und sagt, wie man es besser machen könnte. Und, ja, sicher. Ich meine, so diese gewisse Lehrer-Schüler-Beziehung ist schon irgendwo da. Aber, ja, wie gesagt, man fühlt sich wohler als in der Schule. Was kostet das im Monat? Naja, im Monat weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls haben wir für ein Jahr so um die 40 Mark bezahlt. Dann wünschen wir Ihnen noch viele entspannende Minuten oder Stunden an diesem Nachmittag, denn die Läuferstaffel aus den 4 europäischen Ländern ist ja dabei, gen Berlin zu laufen und wir werden dabei sein, wenn die jungen Sportler aus Österreich, dem Ursprungsland dieser Vereinten Spiele, aus Deutschland, aus der Tschechoslowakei und zum ersten Mal aus Ungarn hier mit dabei sein wird.
wenn man sie heiß und sicherlich auch mit viel Beifall empfangen wird im Fez in der Wuhlheide. Schneeweißchen und Rosenrot, das ist ja ein Märchen, das seit vielen Jahrzehnten immer und immer wieder die Kinder beeindruckt, manchmal sogar ein bisschen verängstigt. Aber die Kinder, die als Schauspieler in wenigen Minuten jetzt vor den jungen und alten Gästen hier im Berliner Fez ihr Stück aufführen werden, sind eigentlich weder betroffen, sind eher ein bisschen gehemmt. Andere schauen wieder lustig hinein. Das Mädchen mit der kleinen Krone hier zu meiner Rechten, wie heißt denn du? Juliane Berndt. Und nun sag doch mal, Juliane, wie bist du denn zur Studiobühne gekommen? Hergefahren. Hergefahren, das ist eine prima Antwort. Aber ich wollte eigentlich wissen, welche Idee da zugrunde lag, weshalb ihr hier mitmacht. Na, vielleicht fragen wir mal die anderen. Schauspieler sind verschwiegen, sagt man. Außer dem Augenblick, wann sie auf die Bühne gegangen sind. Aber ich will mal hier rüber gehen. Hier ist ein ganz prächtiger alter Mann, zumindest auf alt getrimmt, von wegen des Bartes her. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, hier mitzumachen? Naja, wie soll ich sagen? Ich wollte schon immer eine Theatergruppe machen. Aha. Und der junge Mann hier mit einem richtigen schönen Fellmantel, sicherlich von der Mama oder von der Oma zurechtgeputzt wie ein Raubtier. Was hat dich denn hierher verschlagen? Ja, ich wollte auch mal spielen. Irgendwie macht es mir Spaß. Was spielst du heute? Den Bär. Den Bär. Frau Ziesing, wir sind jetzt ein bisschen gut wieder ins rechte Bild gekommen. Über die Studiobühne wollen wir uns ein wenig unterhalten. Wie lange gibt es diese Bühne schon und was haben Sie für ein Repertoire? Also die Studiobühne hier im Fez, die gibt es schon seit dieses Haus besteht, aber wir spielen sonst nicht hier an der Studiobühne, wir sind also nur Gäste. Wir spielen sonst als Theatergruppe an unserer Schule, an der 13. Grundschule Köpenick. Und welche Stücke haben Sie drauf? Also wir haben uns erst ganz neu gegründet, das ist unser erstes Stück, mit dem wir jetzt auch zum ersten Mal richtig in der Öffentlichkeit groß auftreten. Und ab der nächsten Woche wollen wir uns mal ein paar neue Stücke angucken. Und andere Sachen spielen. Gibt es denn schon richtiges Lampenfieber? Das soll die Schlussrunde sein? Ja. Wie verrückt, ne? Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon. Also toi, toi, toi. Und dass die Gäste das, was ihr darbietet, auch so richtig verstehen werden. Der Bär sieht ja wirklich zum Fürchten aus. Oder besser gesagt, mit seinen glänzenden Augen ist er schon wieder eher eine liebenswerte Erscheinung. Sozusagen ein Stück Stadtwappen Berlins. Da ist mir überhaupt nicht schwer.
Der Springbrunnen ist vor wenigen Augenblicken abgestellt worden. Das hat seinen guten Grund, Helmut Stern. Denn die Läufer sind sozusagen auf den letzten Kilometern vor dem Fez hier in der Wuhlheide. Ja, wir warten jetzt. Jeden Augenblick müssen sie kommen. Die ersten sind schon vorgegangen, um die Ankündigung hier dann durchzugeben. Jetzt muss es passieren. Ja, während die Gäste noch gespannt auf die tanzenden ungarischen Kinder schauen, Helmut Stern, warten wir eigentlich schon gespannt auf eine Läuferstaffel, die aus Österreich kommt, über 1200 Kilometer lang und die schon wenige hundert Meter jetzt nur noch vom Fez hier in der Berliner Wuhlheide entfernt ist. Ja, der nächste Höhepunkt, der letzte Höhepunkt dieser drei Tage kommt jetzt jeden Augenblick. Die Läufer müssten eigentlich zu jedem Zeitpunkt jetzt eintreffen und wenn gleich empfangen werden auf der Bühne. Wenn diese Bühne freigemacht wird, kommen die Läufer. Ja, und wir schauen nochmal zum Eingang des Fez hier zur Straße an der Wuhlheide. Noch ist Ruhe, aber in den wenigen Augenblicken wird hier die Läuferschar aus Österreich schon entlang kommen. 100 Kilometer zurückgelegt in den letzten Tagen. Das ist jetzt der große Augenblick zum Abschluss der United Games, der Vereinten Spiele der Nationen. Aus Mürzsteg in Österreich sind am 2. September im Laufe des Tages 10 Läufer gestartet, werden jetzt hier mit Beifall begrüßt von der großen Bühne. Und Helmut Stern, wir wollen uns ein wenig darüber unterhalten, warum diese Runde zustande gekommen ist. Eine solche, man darf schon sagen, Spartakiade, die einzelnen Länder miteinander verbunden hat. Ja, es gibt mehrere Gründe. Erstmal wollen sie den Gedanken transportieren, den Gedanken der Spiele, dass die Kinder in Frieden spielen lernen. Das Zweite ist, sie bringen einen United Games Wald mit nach Berlin. 50 Bäumchen aus dem Mürztal, die hier in Berlin in Schulen gepflanzt werden sollen. Einige Schulen kriegen einige kleine Bäumchen und daraus soll über die Jahre hinweg ein richtiger United Games Wald werden. Die Fahrzeuge sind jetzt an uns vorübergezogen. Die Mürzsteker Läufer sind bereits auf der Bühne und werden von Bürgermeister des 650 Seelen fassenden kleinen Örtchens Mürzsteg begrüßt werden. Wo ist denn die Strecke entlang gegangen? Die Strecke ging von Mürzsteg über Papa Ungarn, dann nach Pilsen, CSR, wie man jetzt schon sagen kann. Dann ging es über sächsische, brandenburgischen Raum bis nach Berlin. Und was wird die Läufer jetzt hier in Berlin noch als Überraschung erwarten? Man kann sich ja vorstellen, ein kühler Trunk alleine tut's nicht. Nee, der kühle Trunk kommt heute Abend in jedem Fall. Aber morgen haben sie erstmal einen Empfang im Rathaus Köpenick. Dort wird die Bürgermeisterin und die Stadträte hoffentlich auch, werden sie empfangen und entsprechend würdigen, nehme ich an. Und dann zweitens werden sie sich noch zwei schöne Tage in Berlin machen, damit sie auch wissen, wo sie landen sind. Die Flagge dieser Spiele strafft sich im Abendsonnenschein hier im Fez in der Berliner Wuhlheide. Sie waren die ganze Zeit über mit dabei. Wenn Sie die vergangenen Tage einmal zusammenfassen, was würden Sie sagen, ist unterm Strich bei rausgekommen? Auch unterm Strich ist rausgekommen, dass also der Gedanke sich viel weiter verbreitet hat, schon als im vorigen Jahr hier in Berlin vor allem. Der verbreitet sich ja in Europa über die Städte sowieso, aber auch in Berlin wird es angenommen. Und Sie haben die Begeisterung gesehen, vom Freitag bis Sonntag durchgehend. Die Kinder brauchen sowas. Sie sind im Rathaus Köpenick zu Hause, salopp formuliert. Ja. Was nimmt ein Ratsmann mit für die Spiele und für die Arbeit über die Spiele für die Zukunft? Na ja, Ratsmann erstmal ist ein bisschen vielleicht zu viel gesagt. Ich bin nur Angestellter, kein Ratsmann. Aber wir werden uns heute Abend noch zusammensetzen und die Spiele für das nächste Jahr vorbereiten. Und dann hoffe ich in jedem Fall auch mit dem Höhepunkt, der dieses Jahr gefehlt hat, nämlich dem Kindergipfel. Kindergipfel Deutschland und bald hoffentlich der Kindergipfel für Europa. Viel Glück, vielen Dank. Ja, das vorhin leider noch nicht pünktlich da, aber jetzt. Das war wirklich ein herrlicher Schlusspunkt und viele Berlinerinnen und Berliner sitzen noch hier. Ich darf Sie mal fragen, wie finden Sie denn die Idee, solche Spiele für Kinder in Europa und darüber hinaus zu machen? Ich finde es ganz cool. Das, was ich kennenlernt, halt untereinander, finde ich ganz cool. Ich möchte hier nochmal zu meiner Linken rübergehen. Sie haben interessiert zugeschaut, als die Bäumchen aus Mürzsteg hier eingetroffen sind mit den 10 Läufern. Was empfindet man als Berliner, der in dieser Stadt wohnt, wenn solche Spiele in Berlin durchgeführt werden und nun in diesem Augenblick zu Ende gehen? Ich finde vor allen Dingen, dass es ein Zeichen sein sollte, in ganz Deutschland eine Atmosphäre der Toleranz
der Ausländerfreundlichkeit, der Kinderfreundlichkeit zu entwickeln. Und dass zum Beispiel hier im FEZ die idealen Bedingungen dafür gegeben werden, dass möglichst viele, vor allen Dingen aber natürlich die Leute, die in der Wirtschaft und der Politik führend sind, dafür die Bedingungen auch erstellen und absichern helfen. Man spricht von Berlin 2000 und meint die Olympischen Spiele. Könnten Sie sich vorstellen, dass solche Spiele der Kinder nicht nur am Rande, sondern während der Olympiade in Berlin stattfinden sollten, wenn tatsächlich das Olympische Komitee entscheidet, die Spiele kommen nach Berlin? Ja, sollte es so entscheiden. Und was mir wichtiger wäre, sollte vor allen Dingen die Mehrheit der Menschen in dieser Stadt und in unserem Land so entscheiden, dann würde ich mir wünschen, dass die Kinder einen ganz, ganz großen Platz darin haben. Damit sie wirklich spüren, dass es also nicht um Geld oder um Sponsoren oder um andere Dinge geht, sondern um sie selber, um neue Generationen. Spiele für Kinder aus 4 europäischen Nationen gehen in diesem Augenblick zu Ende. Aserbaidschanische Künstler sind dabei, ihren Abschlussvortrag zu halten. Und ein schöner Spätsommertag, ja Herbsttag, geht zu Ende. Und jeder von uns, der an diesen Spielen zumindest am Rande beteiligt war als Berichterstatter, wird so manchen Beifall bekundet haben, wenn die Kinder sich so gut miteinander verstanden haben, dass sie vielleicht Freundschaften austauschen und miteinander im Gespräch bleiben, auch über diese Spiele hinaus.